von Boris Kanuki, Stand 28. November 2017, Lesedauer 4 Minuten, Quelle Infografik. Die Welt, China will mehr exportieren, die Osteuropäer hoffen ihrerseits auf lohnende Investitionen und rollen Peking den roten Teppich aus, die Erwassen aus Asien lassen in Berlin und Brüssel die Alarmglocken schrillen. Für das Ministerpräsidentenamt ist das wichtigste außenpolitische Ereignis in Budapest in diesem Jahr. Chinas Premier und Regierungschefs von 16 ostmitteleuropäischen Ländern trafen sich zu einem Gipfel, auf dem die chinesische Seite mit jedem der Länder jeweils zwei Kooperationsverträge unterschrieb. Peking will mehr exportieren, die relativ armen Osteuropäer hoffen auf Investitionen, nicht zuletzt, um weniger auf EU-Gelder angewiesen zu sein. In Deutschland und Brüssel sieht man die chinesischen Bestrebungen mit Misstrauen, aber die Osteuropäer stört das nicht. Urheberrecht, Welten 24 GmbH, alle Rechte vorbehalten. Xi Jinping hebt Tench vertraut auf die mächtigsten Posten im Politbüro. Ein potenzieller Nachfolger ist nicht darunter, so ebnet er den Weg für seine Herrschaft über die bisherigen Beschränkungen hinaus. In keinem anderen Land werden mehrere Autos verkauft als in China. Die Regierung will das Land so von einer großen zur starken Automacht machen. Helfen soll dabei ausgerechnet ein deutscher Konzern. Xi Jinping will sich zu Lebzeiten zum neuen Vordenker von Chinas Kommunisten ausrufen lassen. Dazu muss der Parteitag seine Statuten ändern. Geschickt hat er diesen großen Schritt vorbereitet. Er würde auch die Wirtschaft betreffen. Was steckt hinter der Ankündigung Chinas, bis 2050 zur globalen Macht aufzusteigen? In vielen Ländern Asiens baut Pekings einen Einfluss besonders aus und Donald Trump beschleunigt diese Entwicklung. Im Wahlkampf beschimpfte Donald Trump China noch heftig, aber für den 250 Milliarden Dollar Deal mit Xi Jinping warf er in Peking nicht nur seine eigenen Prinzipien über Bord, sondern auch die seiner Vorgänger. Der chinesische Drache träumt vom Aufstieg zur Weltmacht. Mit dem Abschluss des 19. Parteikongresses wird Staatschef Xi Jinping auf eine historische Stufe erhoben. Er sagt dem wachsenden westlichen Einfluss den Kampf an, die Deutschen gehen zur Wahl und die Welt schaut zu. Doch wie würde das Ausland entscheiden, wenn es dürfte? Die Weltkorrespondenten haben nachgefragt und berichten zum Teil Erstaunliches. Ein Überblick: Seit Jahren verfolgt Russland eine Politik der aggressiven Einmischung im früheren Ostblock, dass Moskau seinen Einfluss ausweiten und die schwächen will, ist klar. Aber warum lassen sich seine früheren Offerte darauf ein? Berlin und Paris ringen um die Zukunft der EU, aber die Differenzen sind überbrückbar. Viel tiefer ist der Graben zu Osteuropa. Die Flüchtlingskrise hat zu Entfremdung und Sprachlosigkeit geführt. Alle Umfragen sprechen für der Unternehmer Andrej Babiš schickt sich ein, nächster tschechischer Premier zu werden. Kritiker befürchten, dass das nächste wichtige osteuropäische Land in Richtung Autokratie abdriftet.